Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Ravensberg. Ja, ich habe jetzt nun alles eingefahren, was das Gras angeht. Und nun bin ich hier noch ein bisschen am Festfahren mit den Case. Und ich hatte ja gesagt, wir gucken dann mal in der nächsten Folge, wie viel wir hier nun drin haben im Fahrsilo. Wir haben jetzt hier genau 195.000 Liter Häckselgut drinne, ist auch alles im Dings drinne. Da liegt nichts daneben oder so. Also bis jetzt zumindest, ne? Und ja, wir werden das jetzt alles noch mal ein bisschen festfahren. Alles noch mal ein bisschen platt ist. Alles ein bisschen schick aussieht. Ne? Ich hoffe mal, dass jetzt hier nichts mehr so in die Schaufel reingeht. Ein bisschen schier aussieht hier nachher, wenn wir es abdecken. Und dann werden wir gleich mit den Case dann auch noch weiter machen. Wir werden nämlich dann noch auf der Wiese noch mal Kalk streuen. Da habe ich mal drauf geguckt, da muss Kalk drauf. Das sieht ja nicht so schick aus oder nicht so schön. Deswegen werden wir da auf jeden Fall auch noch mal Kalk drauf hauen. Jetzt habe ich hier natürlich Dings ausgemacht. Also ich hoffe mal, dass das jetzt auch alles drinne bleibt. Abdecken. Ja, nicht ganz. Oh, ist grün die Plane. Hier ist alles drinne. Hier leider nicht ganz. Naja, nicht so ganz so schlimm. Nicht ganz so schlimm. So. Wir werden denn jetzt, wie gesagt, kalken fahren. Ich werde erstmal die Schaufel abmachen und den Verteiler wegstellen. Und dann hauen wir uns den Streuer hinter. Ach nee, das ist ja eigentlich gar nicht meins. Das war ja gemietet. Ja, lassen wir das mal hier vorne stehen. Da muss denn der Händler kommen, oder ich bringe das nachher zum Händler und gebe das wieder ab. Falschen Knopf. Den hier wollte ich. So. Wie gesagt, dann fahren wir jetzt zum Kalken. Dann müssen wir auf jeden Fall mit dem Johnny nochmal los zum Dünger streuen. Da müssen wir aber noch, ja, nochmal die Pflegebereifung aufziehen. Bin ich schon dran? Ja. Hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal einmal Kalk auffüllen. Kalk war nicht mehr so viel, sondern 9000 Liter oder so habe ich jetzt noch dran gehabt, ne? Wie viel haben wir jetzt noch? 2000, na ja, gut, dann muss ich das zweite Mal vom Hafen oder so holen. Gucken, was da kalkmäßig so in der Nähe ist. Ja, Kalk ging ganz schön schnell weg. Ja, den werden wir uns. Ja, zur Not nochmal kaufen. Ist jetzt nicht so. Kalk ist ja jetzt nicht so teuer, ne? Och.
Also das ist ja jetzt nicht so teuer. Ist alles gut. Sind wir nachher für den Tag heute auch schon wieder fast durch mit unseren Tätigkeiten, was das Arbeiten angeht. Wir haben nämlich, ja, eigentlich sind wir denn wirklich, eigentlich sind wir durch mit den Arbeiten. Wobei mir gerade einfällt, ich glaube, ich habe irgendwo noch einen Helfer aktiv. Den habe ich aber vergessen einzustellen gerade, weil der einen Auftrag macht. Ich springe gleich nochmal durch, wenn wir auf dem Feld angekommen sind, dann springen wir nochmal durch. Ich muss mir angewöhnen, wenn ich aufnehme, dass ich mein Handy lautlos mache, ne? Es ist ja immer so. Ganzen Tag bis zu Hause oder ne, Arbeit, da geht nie das Handy. Kaum willst du ein Video aufnehmen, geht das Handy los. Schrecklich sowas. Schrecklich. So, ja. Ich meine noch, ich habe doch hier irgendwo noch einen Helfer. So, wir fahren jetzt einfach mal hier so straight durch. Und da lag noch ein bisschen Gras. Diesmal nichts mit Vorgewende oder so, einfach hier straight durchdüsen. Vorgewende kommt im Nachhinein. Diesmal. Ich glaube da. Oder? Hätte ich auch ein bisschen früher aufhören können. Ne? Da hätte ich auch ein bisschen früher aufhören können. Ganz ehrlich sagen, mir friert gerade mein Zeh ab. Ich habe nämlich letzte Woche Donnerstag meinen großen Zeh, also sehr bös gestoßen. Richtig dick und alles gewesen. Und ja, ist jetzt eigentlich schon eigentlich wieder, ja, ich sag mal normal, aber immer noch so unterhalb des Zehennagels ist der immer noch so, ja, gereizt, sag ich mal, also so Spannung drauf. Gerade so ein Kühlpad drauf. Ich glaube, der C ist gleich abgefroren. Ja, ich glaube, der nächste Kalkkauf, ja. Aber gibt es an der Mühle noch was? Ich glaube nicht, ne? Ist da irgendwo Kalk noch kaufen kann? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Müsste man mal gucken. Und dann bräuchte ich nicht wieder durch die ganze Stadt düsen.
könnte ich das nämlich so machen. Könnte ich da zur Mühle fahren. Und wird mir natürlich ein bisschen Weg sparen. Aber das weiß ich jetzt so aus dem Kopf gerade auch nicht. Entweder habe ich hier nicht ordentlich geschwadet oder ich habe nicht ordentlich gezettelt. Geschwadet oder nicht ordentlich aufgesammelt. Ich mach mal lieber einen Thermomaten rein. Das ist denn doch ein bisschen besser, sonst würde ich wenden zu schnell, wenn ich da vom mit den Streuer ausmache. So, pH-Wert sollte dann wieder stimmen. Dann gucken, vielleicht brauche ich ja auch gar kein Kalk mehr. Ja, nee, das wird nicht reichen. Das wird doch nicht reichen. Da eben aussetze oder was? Oh, ein kleines bisschen zu früh. Ja, hier habe ich auch nicht ordentlich. Wäre heute dann nicht ordentlich geschwadet oder wie gesagt nicht ordentlich. Ja, nicht ordentlich mit dem Ladewagen rüber. Ah. Ja, ich hab gedacht, das passt, aber ich glaube nicht, dass das von der Arbeitsbreite ausgeht, oder? Also so ein kleines bisschen ist ja nicht so schlimm. Oh, Lohndienstleistungen sind abgeschlossen. Dann machen wir das nochmal fertig, ne? Voilà. Da hat er wieder nicht ordentlich erweitert, du. Heute schickt das Arbeitsamt. Nee, wird doch nicht reichen, der Kalk, den wir hier drin haben. Das wird nicht reichen. Ich hab den ja auch auf automatisch, müsste der eigentlich laufen. Weil ich will ja auch gleich hier, ne? Ja, jetzt soll ja auch gleich perfekt sein. So dass wir uns nach der nächsten Schnitte nicht gleich wieder was draufhauen müssen. Gut, ich werde den Rest noch fertig machen. Ist ja jetzt nicht mehr so viel, ne? Und dann, ja. Denke ich mal, sehen wir uns in der nächsten Folge beim
Dünger streuen. Wir haben ja noch die eine oder andere Fläche, wo wir noch was machen müssen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mir auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.